Hallo und willkommen zurück zum Mafia 3. Ja, wir werden nochmal zur Burg müssen wir hin. Ich glaube, da vorne kommen wir auch besser raus, oder? Dachte ich. Wenn das ein Kübel beigt. Weg damit. Okay, auf geht's. Da müssen wir hin. Warum ist dazu? Das finde ich unhöflich. Ja, warum ist dazu? Hey. Finde ich jetzt falsch oder frech? Erschießt ihn! Was? Runter mit dem Kopf, du Trottel! Pass auf! Hey, Vorsicht! Was ist da? Erschießt ihn! Das geht mir doch nicht. Ich komm schon irgendwie rein. Scheiße! Jetzt fahr endlich! Was ist denn hier los? Ich habe noch keine Feinde hier. Scheiße, wenn sich noch mehr irren. I not leave thee, thy lone one, to pine on the stem. Since the lonely are sleeping, go sleep thou with them. Bist du schon fertig mit Barbieri? Barbieri? Nein. Bei weitem noch nicht. Bis der krepiert. Das dauert. Was dich angeht, du bist aufgetaucht, wie Lazarus, persönlich. Mein erster Gedanke war, dieser schwarze Bastard ist entweder der glücklichste Hurensohn, den ich je in meinem Leben gesehen habe, oder einer von denen, die eine magische Anziehungskraft auf Pech ausüben. Ich war mir verdammt sicher, es wäre letzteres. Ich muss zugeben, ich habe mich getäuscht. Dann könntest du ja jetzt anfangen, mich bei meinem richtigen Namen zu nennen. Okay. Dann nenne ich dich jetzt Lincoln. Das ist lustig. Wir verlieren etwas und reden uns ein. Wir müssen die Qualen, die wir erlitten haben, nur an andere weitergeben. Dann vergeht der Schmerz, der sich in uns aufgetürmt hat. Tut er aber nicht, oder? Tut er nicht.
Ich habe mein ganzes beschissenes Leben immer nur gekämpft. Gegen jeden, der daherkam. Auch wenn er mir helfen wollte. Und wohin hat mich das gebracht? Es hat keinen Sinn, daran was zu ändern. Es muss weitergehen. Jetzt, wo du in Irish Point wieder am Start bist, würde ich dich bitten, so viel Kohle wie möglich ranzuschaffen. Diese Marcano-Sache wird nicht billig. Das heißt ja wohl, dass du dann auch einen Teil der Einnahmen willst. So sieht's aus. Kann ich gerade behaupten, dass ich zu denen gehöre, die gern teilen. Aber Geschäft ist Geschäft. Nicky soll sich um den Schnaps kümmern, wenn eine Lieferung kommt, aber das Zeug liefert sich nicht von allein. Du ahnst ja gar nicht, wie viel Schnaps das ist. Geh und red mit ihr. Sie müsste hier sein, wenn sie nicht gerade auf Wachteljagd ist. Ist doch gar nicht Saison. Darum schert die sich doch einen Dreck. Naja. Oh, Scheiße. Entschuldige mich bitte. Ich gehe mal wieder zu Mr. Barbieri. Ich lasse ihn ungern so lang allein. Den Guten. Okay. Optionaler Auftrag, freigeschaltet. Hast du eine Explosion auf dem Schrottplatz gehört? Das läuft langsam aus dem Ruder. Nein, das wollte ich gar nicht. Wir haben jetzt einen optionalen Auftrag und wir haben hier noch eine Story-Mission. Wir machen natürlich mit der Story-Mission weiter. Ich hoffe, da vorne stehen wir auch oder noch. Da ist Tor umgefallen. Naja, der war ja schon recht besoffen. Hey, Moment, ich hab doch das ausgewählt, oder? Oder habe ich es abgewählt? Aber du siehst doch, dass er da kommt, oder? Ist das weit weg. Sind aber noch ein bisschen mehr wie 2 Kilometer. Ich lenke voll in die Kurve und... Gott, oh Gott. Ja.
Das hat jetzt gar nichts gebracht, oder? Auf Seiten vorne. Okay, schauen wir doch mal. Denkst du, ich habe vergessen, was du getan hast? Und wenn du Makano noch so oft die Schuld gibst, deine Männer haben uns überfallen. Meine Männer haben Befehle ausgeführt. Bei uns gibt es Regeln. Nicht mein Problem, wenn deine Leute das nicht kapieren. Wenn du mir so kommst, mache ich es eben zu deinem verdammten Problem. Aber wen sehe ich denn da? Ach du Scheiße, das widerlichste Sackgesicht der ganzen Stadt, Thomas Burke. Wichser, was hast du da gesagt? Nimm die Knarre runter, Burke. Wir werden es nur zusammen schaffen, Makano zur Strecke zu bringen. Also Schluss mit dem Scheiß. Was redest du denn da? Die zwei haben für Makano gearbeitet. Und der? Weißt du, wie viele von meinen Männern dieses Arschloch da gekillt hat, weil Makano es ihm befohlen hat? Vergiss es. Bild dir bloß nicht ein, dass ich einem von den beiden je vertrauen werde. Nein, eben nicht. Das ist mir doch sowas von scheißegal. Du vertraust ihnen nicht? Gut. Ich vertraue nämlich keinem von euch. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass ich Barbieri rausgekickt, Doucette und seine Männer umgenietet und deinen Arsch vor Greco in Sicherheit gebracht habe. Ihr könnt euch hier und jetzt entscheiden, ob ihr euch verpissen wollt oder bereit seid mitzuziehen. Aber merkt euch eine Sache. Wenn einer von euch diesen Raum jetzt verlässt, landet sein Name auf meiner Liste direkt unter dem von Makano. Also, wenn wir mit der Kindergartenscheiße durch sind, können wir uns ja jetzt mit dem Plan befassen. Um eine Organisation dieser Größe auszuschalten, müssen wir mit den Leuten an der Basis anfangen und uns dann nach oben hocharbeiten. Genau wie in Vietnam. Ja, beim Militär haben sie euch den Kopf mit all dieser Taktik-Scheiße vollgestopft. Aber vergessen wir den ganzen Quatsch. Ich schlag vor, wir fahren hin und knallen ihn ab. Das dauert nicht mehr als eine Stunde. Je nachdem, wie viel Verkehr ist. Und was passiert deiner Meinung nach dann? Werden sich alle anderen brav hinlegen und sterben, du minder bemitteltes blödes Schwein? Pass auf, was du sagst! Du hast recht. Wenn wir nur Makano killen, bringt uns das gar nichts. Dann übernehmen seine Brüder und wir stehen wieder am Anfang. Also sind unsere ersten Ziele seine Lieutenants. Wir machen sie kalt, sichern unser Territorium und machen weiter mit den Kapos. Wenn die Lieutenants und die Kapos Geschichte sind, ist Makano völlig isoliert. Und dann ist seine Zeit gekommen. Und was passiert mit den Territorien, die wir Makanos Leuten abgenommen haben? Sobald wir die klargemacht haben, werde ich entscheiden, wer sich worum kümmert. Ich verteile die Distrikte, ihr kümmert euch um die Geschäfte und alles, aber ihr müsst sie auch verteidigen, sonst holt der Bastard sie sich zurück. Verstanden? Okay, weiter geht's. Ihr kennt doch das Gebäude am anderen Ufer des Sees, hm? Er baut dort ein Casino. Makano versucht, sich ein legales Standbein aufzubauen. Fast sein gesamtes Vermögen steckt in dem Projekt. Also wenn er irgendwann rausfindet, was wir vorhaben, kann er nicht mehr flexibel reagieren. Und noch wichtiger, es ist für ihn eine persönliche Geschichte. Emotionen machen Menschen irrational und gierig. Genau da setzen wir an. Am Herz, da wo es weh tut. Hey, nette Ansprache. Haben sie es gefressen? Scheißegal. Die sind alle so gierig oder haben so einen Hals auf Makano, dass sie schon mitmachen. Es sei denn, einer probiert, ob ihm die Krone auch passt. Und wenn schon, damit komme ich klar.
Hey, die Fotos waren schon ganz gut für den Anfang, aber ich brauche jetzt genauere Informationen über die Lieutenants. Wo machen sie ihre Geschäfte? Wo hängen sie ab? Was du hast? Die Unterlagen sind soweit vollständig. Wenn du bereit bist, ich bin's auch. Es ist mir auch gelungen, ein paar besorgte Bürger zu rekrutieren, die es gar nicht erwarten können, mehr über die Koalition der Spaghettifresser zu erfahren. Die Informationen, wie du an die rankommst, stehen in dem restlichen Material. Ich danke dir. Soll ich dich mitnehmen? Alles gut, ich fahr selber. Und das systematische Auslöschen von Marcanos Capos und seinen Leuten war wohl ein Teil des Plans. Muss ich jetzt bei Adam und Eva anfangen? Herrgott. Na schön. Wenn Sie jemanden vernichten wollen, dann zerstören Sie erstmal seine Grundlage. Ist dieselbe Prozedur wie damals in Vietnam. Okay. Blut und Öl. Da haben wir natürlich ein bisschen was. Die sind ein bisschen weit weg. Wir können ja mit denen da anfangen. Triff dich mit Donovan. Die optionalen Aufträge, die interessieren mich jetzt absolut nicht. Fände, darfst du 3 Kilometer rausfahren, aber wieder 2,5 Kilometer wieder zurück. Das ist so klasse. Das war knapp. Ich kapiere nicht, wie man hier unten leben kann. Es ist heiß, es ist feucht und meistens stinkt's grauenhaft nach dem Fluss. Ich riech gar nichts. Du weißt, was ich meine. Der Gestank von Schlamm. Feuchter, vergammelter Schlamm, in dem seit Urzeiten alles Mögliche verrottet. Im Mekong-Delta hat das ganz genauso widerlich gestunken. Und diesen Mief hasse ich noch heute. Was hast du rausgefunden? Franco Frank Pagani schmeißt Tick vor Harbor. Er steht unter Tommy Marcano und hat ein Schiff mit Namen Tanager, mit dem er seinen Shit rein und raus aus der Stadt bringt. Die letzten 8 Monate fuhr er angeblich damit nach Bermuda. Nach Bermuda? Natürlich nur offiziell. In Wirklichkeit war er in Kuba. Marcano hat mal die Mafia-Casinos in Havanna geleitet. Ich vermute, Franks Auftrag war, alles Verwertbare aus den alten Casinos rauszuholen und dann hierher zu bringen.
Eine ganze Menge Aufwand für ein paar alte Roulette-Tische und Spielautomaten. Da war sicher was ganz anderes am Laufen. So dumm, dass wir Frank nicht einfach danach fragen können. Er ist in Havanna und kommt sicher so bald nicht zurück. Wir könnten ihn überzeugen, seine Reisepläne zu ändern. Franks Business sind hauptsächlich gestohlene Autos und Fracht. Such mal nach Plätzen, an denen sowas vertickt wird. Sobald die lahmgelegt sind, wird er heimkommen. Alles klar. Ich höre mal bei der Küstenwache mit und sag Bescheid, wenn die Tanager Kontakt aufnimmt. Autodiebstahl. Okay, was haben wir? Da hinten haben wir was. Und hier haben wir auch was. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob man das hier machen muss. Das wäre jetzt hier in der Nähe, ne? Aber vermutlich muss man es machen, dass wir praktisch wieder den Bezirk hier freiräumen oder irgendwie sowas. Interessant, haben wir sich rein, oder? Soll ich die Türe knacken, wenn da das Tor offen ist? Hallo? Aus dem Weg. Was soll denn das, Mensch? Da hoch, ne? Hey, hier drüben. Bist du der kranke Wichser, der sich um Junior Holland kümmern wird? Ich kann auch gleich wieder gehen, Lady. Ganz ruhig. Hab's nicht so gemeint. Ich bin Gina Kowalski. Mein alter Herr und ich haben mit Junior Autos geklaut, bevor er sich entschieden hat, uns abzuservieren und mit Marcano weiterzumachen. Und wo steckt dein alter Herr? Ist Ostern im Knast gestorben. Oh. Sorry. Hätte sich nicht schnappen lassen sollen. Junior schmuggelt Autos über die Best Oil-Tankstelle. Er hat da ein paar Profis, die ihm Luxuskarossen anliefern. Und ganz nebenbei bringt er auch noch geklauten Sprit aus der Raffinerie unter die Leute. Wohin gehen die Autos? Ein paar verkauft er hier. Aber bei all den vermissten neuen Autos in letzter Zeit ist Junior wohl gerade dabei, eine Lieferung aus der Stadt zu schaffen. Wenn er Leute auf der Straße hat, bringe ich die zum Reden. Vielleicht finde ich sogar raus, welche Profis für ihn arbeiten. Wir sehen uns, Gina. Juniors Jungs sind harte Brocken, aber du musst was aus denen rauskriegen. Erstmal muss ich wissen, wo ich hin muss. Aber mein Auto ist da vorne, ne? Ich sollte wirklich lernen, mich vom Glücksspiel fernzuhalten. Was du nicht sagst. Okay, wo müssen wir hin? Das war quasi bloß Informationen und da hätte ich einen, den ich kennen muss. Verbleibender Schaden 40.000. Ich sage ja, das ist immer das Gleiche eigentlich. Keine Feinde. Ansehen muss und es dann wieder gut machen. Es zumindest versuchen, weil das Leben verdammt zu kurz ist, allein zu leben. Was einer da? Hä? Warum? Ich kann hier nicht einher. Da
Sheriff! Sehr gut, blute! Wir sind schon unter Beschuss! Kommt sofort her! So ein Arschloch. Moment! Stirb endlich, Arschloch! Keine Munition mehr! Los! Ja. Stimmt, ich hab's ja. Wir haben einen Mann verloren! Dass jetzt so 20.000 Mann um die Ecken kommen, ne? Ich habe mir das leichter vorgestellt. Muss ich ganz ehrlich sagen. Wo die immer alle so schnell herkommen, das ist. Was geht? Ach. Weißt du was, ich glaube jetzt die Rindschell hier ist mir scheißegal. Alter. Ich habe keine Munition mehr, das glaube ich doch nicht. Es ist nicht gestohlen, es steht noch drin. Jetzt haben sie wieder mal die Reifen getroffen. Wie schaffen die das immer? Ich habe keine Munition mehr. Nichts. Ich bin in Tick vor. Ich bin so ziemlich mit allem knapp. Ich mache mich schon auf den Weg zu dir. Wenigstens kommt er daher. Sag mir Bescheid. Okay, zeig, was du auf Lager hast. Handel abgeschlossen. Bin hier weg. So, und wieder ruft jetzt nochmal einer die Bullen oder sowas. Ich würde ja jetzt wirklich sauer als. An alle Einheiten. Suche nach Verdächtigen mit eingestellt. Ich wiederhole. Suche einstellen und streiten. Das hätte schon nichts, für das es sich zu leben lohnt. Nachempfinden. So. So, jetzt kurz und knapp. Was macht denn? Das ist doch mein Auto, oder? Oh, das ist falsch hier. Okay, suchen wir mal einen Ort noch raus. Was ist das jetzt da für Zahnrad? Okay. Wir wählen jetzt das Ziel aus, weil das in der Nähe ist. Geht's hier raus? Ja, hier ging's raus. Ist es nicht wieder hier? Ich hätte vermutlich bloß durchlaufen brauchen, oder was? Hey, hier rüber! Sie haben auf mich gewartet, oder? Richtig, Pablo Duarte. Gehören Sie zur Firma? Nicht direkt. Ist das ein Problem? Nicht, wenn Sie helfen können, zu verhindern, dass Geld an diese Kommunistenschweine in Kuba geht. Sie sind beim kubanischen Revolutionsrat. Ich habe dieses Desaster überlebt damals im Jahr 61. Bin hier gelandet.
Ich habe aber noch Verbindungen. So hatte ich dann Frank Paganis Schmuggelorganisation auf dem Radar. Einer von seinen Leuten, Pops Holland, betreibt den Frachthof. Macht eine Menge Geschäfte mit Havanna. Von diesem Kommi-Gelaber über gemeinsam besitzet mir kotzübel. Diesen verdammten Motherfuckern ist nur Geld wichtig. Seit Marcano River Row verloren hat, lässt er Pops Lagerhäuser leerräumen. Er lässt sogar seine beschissenen Waren übers Wasser einfliegen. Keine Ahnung, wo genau sie abgeworfen werden, aber Pops hat einen Funker, der für ihn arbeitet. Und der weiß Bescheid. Ich bin mir sicher, Pops Leute werden mir liebend gerne helfen. Ich komm wieder, Pablo. Die Penner, die für Pops Holland arbeiten, wissen, was er plant. Sie müssen an sie rankommen. Mhm. Okay, da haben wir hier praktisch einen, den wir killen müssen. Ich habe hier generell schon den Überblick verloren in dem Spiel. Voilà. Ich weiß nicht, warum das man das Spiel immer so lang streckt. Mal vermutlich, weil es keine Inhalte hat, eigentlich in dem Sinne. Ist ja immer dasselbe. Das ist ein Feind. Los, nächstes Mal hältst du deine Klappe. Kein Rumtrödeln, Ladies. Kommt in die Hufe. Das ist beschissen. Wer ist hier drüben, ihr Flachwichser? Den muss ich töten. Gute Idee. Brauchst du den ganzen Tag? Komm und töte mich! Nein, ich brauche eigentlich den ganzen Tag. Du bist zu weit. Ich schau mal, ob hier irgendeiner Muni hat. Scheiße! Ich lade nach! Au! Eingeweide! Ich kastriere dich, du Sch... Und sind wir weiter verraten. Das sind ein paar Feinde. Was ist das da? Ich hab keine Ahnung. Schau ich halt woanders nach. Das bringt aber nicht viel, das Zeug zu zerstören, oder? Da muss doch noch was sein. Okay, kümmern wir uns erstmal um den da. Feige Sack. Hm? Da ist was, oder? Nee, auch nicht. Macht natürlich nicht viel Schaden, ne? Mein Gast! Der Täter gehört mir! Was der wieder an Schüssen braucht und der lebt immer noch, oder was?
meine aber wirklich, dass du gestorben bist. Er ist wohl verschwunden. Der Kerl hat verfliegen. Scheiße! Ich lade nach! Hier ist. Zerstören. Vom Molotov-Cocktail wäre nicht schlecht oder sowas. Aber warte mal. Jetzt kriege ich die wieder von der Versicherung. Habt ihr noch Muni oder so? Ich brauche ja Ewigkeiten, um da das, den Geldbetrag runterzubringen. Na. Waffe ist weggesteckt, okay. Simon. Befrage den Funke haben wir hier und da haben wir noch einmal töten. Wie gesagt, wir töten erst. Punchi, weg hier! Jetzt kommt Schmerzen hier. Ja, mit der Versicherung oder was? Ist mir wurscht. Da müssen wir rein. Weiß noch nicht wie, aber ich glaube, da ist die Tür offen. Ich hoffe, meine Munition reicht. Da müssen wir noch genug haben. Was war denn jetzt? Da zeigt er einfach nur den Mittelfinger. Siehst du das? Der blöde Wichser. Ey. Hey. Was hey? Junior wird's nicht leicht haben, eine neue Truppe Autodiebe zu finden. Okay, was müssen wir als nächstes machen? Zerstöre die Lieferung der gestohlenen Autos. Das ist doch gleich da draußen, oder? Ja, wir haben ja bloß das Problem, wie komme ich da rein? Der Besitzer ist zwar ein Arschloch, aber Barbieris Feinkostladen hat die beste Baudin in New Bordeaux. Da ist eine Rampe. Sperrgebiet. Nicht für mich. Jetzt schließe ich meine Augen für einen Moment. Komm und hol mich! Junge. Ich treffe eben ihn! Das ist jetzt auch nichts mehr. So, wo seid ihr? Ich kann dir nicht mehr weg! Geh um ihn rum!
Ah, ich hab die doch getroffen, Alter. Vielleicht schließe ich meine Augen für einen Moment. Ey, was? Kein Bedarf. Ich werde dich verdammt nochmal töten! Geh mal ruhig. Ich tue dir gar nichts. Zu nah. Diese Knarren nicht. Aber ich nehme das Geld. Okay, interessiert mich nicht. Wir haben es, oder? Können wir wieder zurücklatschen? Dann haben wir das Ziel erfüllt und wir sollen die Waffen wegstecken. Sonst werden wir da draußen nervös. Du bist jetzt ziemlich am Arsch, was? Ich höre, du hast diesen kleinen Speed-verrückten Junior aufgescheucht. Hatte ich auch nicht anders vor. Ein Kumpel von mir hat einen guten Draht zur Best Oil. Er sagt, Junior ist angerauscht und macht den Leuten nun die Hölle heiß, bis der Laden wieder läuft. Ich wusste gar nicht, dass Junior Holland so motiviert sein kann. Wenn dir Salmacano am Arsch hängt, bewegst du dich schon schnell genug. Das und all das Speed, das er nimmt. Wenn du ihn verdrischst, sag ihm, er hätte sich nicht mit Gina Kowalski anlegen sollen. Wir sehen uns später, Gina. Junior ist ein hinterhältiger Scheißkerl. Hol ihn dir. Ja, das wollen wir auch machen, aber natürlich erst in der nächsten Folge. Dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Ich will nur, dass alles wieder so wird, wie es mal war. Vor dieser Nacht. Diese Männer willst du also alle töten, ha? Nein, war die falsche Antwort. Diese Stadt hat den Krieg von 1812 überstanden. Den Bürgerkrieg und weiß Gott wie viele Hurricanes. Aber als Lincoln Clay beschloss, die Mafia zu vernichten, richtete er mehr Unheil an als alle Kriege und Hurricanes. Aber so ist denn hingehen. Salmacano verdient es zu sterben, da kann ich nicht widersprechen. Töte ihn, aber dann zieh einen Schlussstrich. Es reicht doch nicht! Es reicht dann, wenn du dir sagst, dass es reicht. Es geht mir nicht um Rache. Oder um Selbstjustiz. Aber das Schwein soll am eigenen Leib erfahren, was es heißt, alles zu verlieren. Willkommen zu Hause, mein Sohn. Ich werde ihn Stück für Stück vernichten. Wo steckt Alvarez? Du!
wolltest mich umlegen. Ich habe nur getan, was Onkel Sam mir aufgetragen hat. Wie lange wollen wir uns das noch gefallen lassen? Du bist Sal Meccano. Wenn du tun würdest, was man dir sagt, würden wir nichts in der Scheiße stecken. Das ist eine Sackgasse. Biegst du nicht rechtzeitig ab, gibt es keinen Weg zurück. Du bist, was du bist. Damit muss sich jeder irgendwann abfinden.